In diesem Video geht es um, ich nenne es mal 2-in-1 Technologie, Lithium-Ionen-Akkus und Supercaps in einem. Und zwar heißt das Lithium-Cap. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Schlaumeier. Aktuell dominieren ja Lithium-Ionen-Batterien den Markt und das liegt vor allem daran, dass sie aufs Gewicht bezogen eine sehr gute Energiedichte haben. Kommerzielle, etwas größere Lithium-Ionen-Batterien haben so bis zu 200 Wattstunden pro Kilogramm etwa. Und einige erreichen noch etwas mehr. Und von der Leistungsdichte her sind die kommerziellen bei so etwa vielleicht 350 Watt pro Kilogramm. Und nur mal so zum Vergleich noch die typischen elektrostatischen Kondensatoren, die wir in den Leistungselektroniken finden, die haben eine sehr geringe Energiedichte, aber dafür eine sehr hohe Leistungsdichte. Aber für die längere Speicherung von Energie ist das nicht geeignet. So ein Zwischending war ja der elektrochemische Doppelschichtkondensator, den ich auch in einem anderen Video erklärt habe, dort auch genannt Supercap. Das wird zum Beispiel in Zügen oder Notstromversorgung genutzt, dort, wo sehr schnell Energie gebraucht wird. Diese speziellen Kondensatoren haben sehr viel höhere Leistungsdichten als Lithium-Ionen-Batterien, sogar bis zu 10 Kilowatt pro Kilogramm. Allerdings ist die Energiedichte sehr viel geringer und dadurch können Lithium-Ionen-Batterien dadurch nicht ersetzt werden, aber eine interessante Energiespeichertechnologie für zum Beispiel Schnellladen. Und Lithium-Caps sollen jetzt dieses Problem lösen. Eine Technologie, die vielversprechende Ergebnisse bezogen auf Leistungs- und Energiedichte erzielt. Mit bestimmten Materialien können Lithium-Caps schon an die 100 Wattstunden pro Kilogramm erreichen. Das ist aber kommerziell noch gar nicht verfügbar und nur in wenigen Papern der Fall. Meistens dreht sich die Energiedichte eher so um 20 bis 50 Wattstunden pro Kilogramm, was aber schon mal in die richtige Richtung geht. Und die Leistungsdichte ist ähnlich zu Supercaps. Außerdem ist die Zyklenstabilität deutlich besser als bei Lithium-Ionen-Batterien und könnte eine super Zwischenlösung sein, allerdings bisher durch die Energiedichte noch nicht ausreichend dafür, dass wir das betrachten können für Elektroautos oder andere mobile Energiespeicher. Aber schauen wir uns mal an, was eigentlich solche Lithium-Caps sind und wie sie funktionieren. Supercaps oder auch gewöhnliche Doppelschichtkondensatoren sind aufgebaut aus zwei Elektroden mit dem gleichen Aktivmaterial, meistens Aktivkohle. Und ein Lithium-Ionen-Akku besteht aus einer negativen, zum Beispiel Graphitelektrode und einer positiven Elektrode aus Lithium-Metalloxid als Aktivmaterial. Die Metalloxidverbindungen sind zum Beispiel NMC, also Nickel, Mangan oder Kobalt. Schauen wir uns jetzt ein Lithium-Cap mal an, dann fällt Folgendes auf. Und zwar wird einmal die Aktivkohle-Elektrode vom Supercap oder auch Doppelschichtkondensator genommen und die Graphitelektrode vom Lithium-Ionen-Akku. Es ist sozusagen ein Mix aus beiden Technologien. Schematisch sieht das dann so aus. Alle Technologien sind aus zwei Elektroden aufgebaut, haben alle einen Elektrolyten und einen Separator. Das Besondere am Lithium-Cap, dadurch, dass hier die positive Elektrode von den Supercaps und die negative Elektrode von den Lithium-Ionen-Akkus in einem Energiespeicher integriert wird, gibt es auch unterschiedliche Mechanismen, wie hier die Ladung gespeichert wird. Die negative Graphitelektrode ist vom Batterietyp. Die befindet sich ja auch in einem Lithium-Ionen-Akku. Was das aber bedeutet ist, dass es sich um einen Faradayschen Speichermechanismus handelt. Es finden hier nämlich Interkalation und Deinterkalationsprozesse statt. Die positive Aktivkohleelektrode ist aber vom Kondensatortyp. Das heißt, es geht hier um einen kapazitiven Speichermechanismus. Hier finden nämlich, wie auch in einem Supercap, Adsorption und Desorption von Ladungsträgern statt. Jetzt haben wir natürlich die Materialien Graphit und Aktivkohle kennengelernt, aber es gibt noch mehr Materialien, aus denen so ein Lithium-Cap bestehen kann. Zum Beispiel für die negative Elektrode Lithium-Manganoxid, Lithium-Titanat oder Titanoxid. Für die positive Elektrode zum Beispiel auch noch Graphen, Carbonfasern oder Carbon-Nanotubes. Es gibt allerdings auch neueste Forschungen, wo als Anodenmaterial verschiedene 3D-Nanostrukturen benutzt werden, um Elektronentransport, Speicherfähigkeit und Zyklenstabilität zu verbessern. Falls das euch näher interessiert, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dazu würde ich dann ein anderes Video machen. Als Elektrolyt wird übrigens gerade, weil das das beste Betriebsspannungsfenster ermöglicht, das gleiche genutzt wie auch in Lithium-Akkus.
und zwar eine organische Elektrolytlösung mit einem Lithiumsalz. Und zwar das gängigste Beispiel dafür, Ethylencarbonat mit Lithiumhexafluorophosphat. Der Separator ist porös und trennt die beiden Elektroden voneinander und der am häufigsten genutzte besteht aus Polymeren oder Papier. Noch ein Einflussfaktor, den ich euch nicht vorenthalten will, ist die Abhängigkeit von der spezifischen Kapazität und die beeinflusst nämlich auch das Spannungsfenster von Lithiumcaps. Schaut man sich nämlich die Betriebsspannungsfenster mit zunehmender spezifischer Kapazität an, dann erkennt man, dass bei gleichbleibenden, beidseitig symmetrischen Aktivkohleelektroden wie bei dem Supercap das Spannungsfenster auf 2,7 Volt begrenzt ist. Und das ist deutlich kleiner als bei asymmetrischen Elektroden. Wenn wir uns nämlich jetzt anschauen, wo Graphit beim Potenzial liegt, dann haben wir ein sehr viel größeres Spannungsfenster für Lithiumcaps, und zwar eins von 4 Volt. Um sich jetzt jedenfalls nochmal die Funktionsweise von so einem Lithiumcap besser vorstellen zu können, auch was die einzelnen Energiespeichermechanismen an den beiden Elektroden eigentlich bedeuten, habe ich das mal hier veranschaulicht, und zwar so ein Aufbau von einem Lithiumcap. Und hier schwirren dann in dem Elektrolyten die Lithium-Kationen und die Hexafluorophosphat-Anionen herum, aus dem Lithiumsalz. Die Anionen adsorbieren oder desorbieren an der Aktivkohle der positiven Elektrode, während die positiv geladenen Lithium-Ionen sich in das Aktivmaterial Graphit zwischen den Schichten einlagern, was man dann Interkalation nennt. So, und damit war es dann auch schon erstmal zum Thema Lithiumcap, wie das funktioniert und was das eigentlich genau ist. Und ich hoffe, euch hat das Video geholfen oder interessiert. Jedenfalls sehen wir uns im nächsten Video. Schreibt mir, wenn ihr mehr zu dieser Technologie wissen wollt, vielleicht auch eine grobe Einschätzung oder aktuellen Forschungsthemen. Wir sehen uns damit. Macht's gut.